Okay, zurück zur Kultur, weil Kizomba, es ist eine Kultur. Es ist eine Tanzkultur und Musikkultur. Also bitte, wenn urbane Kizomba auch jetzt eigene Kultur jetzt schafft, das ist alles legitim und dann das müssen wir alle auch respektieren. Aber nicht Konfusion so zu bringen. Viele zum Beispiel sagen, ja, Kizomba Fusion, für mich ist es eine Konfusion. Mischt man Tango und so, das alles. Also Tango hat auch seine eigene Kultur. Also gut, experimentieren, man kann auch experimentieren, aber respektieren sollte man auch die andere Kultur respektieren, aber nicht die anderen einfach durcheinander bringen oder Respektlosigkeit behandeln. So, zurück zur Kultur. Kizomba hatte schon eine lange Geschichte. Also deswegen, egal was jetzt kommt, Mode oder irgendwas, ja, das ist in Mode, Kizomba Fusion, es ist in Mode, Urban Kiss, es ist in Mode, es ist schon toll, aber dann macht ihr eure Sache kompetent und dann nicht einfach die Leute durcheinander bringen oder die Kultur, die schon etabliert ist, durcheinander zu bringen. Kizomba, es ist eine Kultur, es ist eine Tanzkultur, es ist eine Musikkultur und die sollte man auch respektieren.